Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Claire. Und wir sind, ich kann es euch auf der Karte zeigen, da sind wir. Das letzte Mal, als ich mich gesagt habe, hier gegen Ende der letzten Folge, sagen wir es so, war ich nämlich eine Etage weiter unten und ja, da war ein ganz anderes Bild, ne? So, das haben wir alles getestet. Ich kann auf jeden Fall noch in diesen einen Raum rein. Okay. Einmal raus. Wir haben ja auch hier wieder so einen kleinen tollen Freund hier rumlaufen da, aber die tun einen wirklich nicht. Die tun nichts. Ah, hier ist so ein Teil. Das habe ich gar nicht gesehen, als ich hier vorbeigelaufen bin. So, was haben wir sonst noch hier? Nur die Tür. Okay. Dann gucken wir mal. Erstmal hier rein. Warum flackert die Taschenlampe hier so komisch? Ah, fuck, 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 die Fuck. Hab ich mich erschreckt. Oh nein, renn schneller, renn schneller. Oh Mann. Das war nicht nett. Das war ganz und gar nicht nett. Aber wir haben keine Batterien mehr, kann das sein? Ja, wir haben keine Batterien mehr. Also wird es jetzt erstmal ein bisschen dunkel sein. Von denen gibt es echt verdammt viele. Ha! Toiletten, wollen wir da drauf gehen? Natürlich, wir gehen doch immer auf Toiletten rauf, ne? Hallo? Ich gehe wieder raus. Die nächsten Toiletten, die bestimmt unheimlich sind. Oh, ich habe eine Batterie gefunden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einfach nur weg hier. Einfach nur weg hier. Hier geht's gar nicht gut. Oh, sie hat Angst. Okay. Verständlich. Was ich mir auch überlegt habe. Ob nicht zufälligerweise diese Menschen. Mal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Oh, warte, nee, dann gehe ich nochmal zurück. Ob halt diese Menschen. Ah, hier geht's nicht mehr weiter, okay. Also ob das nicht vielleicht die Menschen waren, die man halt kannte. Die versucht haben zu fliehen. Und so. Okay, hier kann ich auf jeden Fall lang, ohne irgendwie in die richtige Richtung zu laufen. Was ist jetzt hier los? Fuck, was ist denn hier los? Ich sehe nichts. Hier sind irgendwelche komischen Leute. Fuck. Ist das quasi das Bett unserer Mutter? Kann hier nichts machen, ne? Oh nein, was habe ich gemacht? Hä? Game over? Was? Warte mal, wir müssen erstmal hier rein. Erstmal zu dem netten, komischen Vieh halt, ne? Da, aber hier war ja sonst nichts weiter. Okay, gut. Weg hier. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Ganz einfach weg. Oh, ich kann jetzt gucken, was, wohin mich das Dings hier führt. Wo bin ich denn? Fu, 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 fu. Ich weiß nicht, wo ich hier. Nein, 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 die folgen ja einem. Die folgen einem ja.
Es sieht aus, als würde hier jemand leben. Ich habe eine Notiz gefunden. Antisocial. Dieser Frau nicht zu helfen. Was? Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich fühle mich schuldig. Aber warum... Anything to anyone? What? But why do I need to justify anything to anyone? Aber warum sollte ich jedem helfen? Es ist sterben oder also töten oder getötet werden, richtig? Sie war diejenige, die sich seltsam verhielt. Wenn sie nicht so komisch gewesen wäre, hätte ich ihr geholfen. Sie ist selbst dran schuld. Ich bin diesen Ort leid. Oh Gott, fühlst du nicht diese Augen, die dich überall, also diese versteckten Augen, die dich überall beobachten? Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt dort. Okay. Mir geht's nicht gut. Mir geht's ganz und gar nicht gut. Ich guck mal gerade noch auf die andere Seite. Und werd mal was gegen Panik nehmen. Falls ich was habe. Dieses Bild hier, das war ja furchtbar. Bei an der einen Stelle konnte ich halt einen Schmetterling bekommen. Auf der anderen Seite kann ich auch noch wo lang. Hier zum Beispiel. Ja gut, die bringen mich beides. Ah, ein Schmetterling. Und das da? Ah, das führt mich hier hin. Okay, ich werde das nochmal versuchen, denke ich. Ach, diese Geräusche von denen sind echt schlimm. Ja, ich versuche das nochmal, oder? Da habe ich noch einen Raum. Ach komm. Was habe ich zu verlieren, ne? Was habe ich zu verlieren? Wo laufe ich gerade hin? Ah. Lockpick. War mein Kaffee? Maxwell Battery. Ach, dieser Raum. Der war schlimm. Ich hasse sowas mit Flüstern und dies und das und jenem. Okay, ist blockiert und da kann ich dann wahrscheinlich weiter. So, ich gehe aber hier hin. Und wieder zurück. Warte, ich muss gucken. Okay, ich bin irgendwie durch Lüftungsschächte gelaufen. So, jetzt verfolgen die mich ja hier nicht mehr. Ich kann mich hier nochmal umsehen. Hier war ich, glaube ich, drin. Kann das sein? Ich glaube schon. Ach, hier ist auch nochmal was. Hier kann ich mich verstecken. Wow, 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 wow. Lalalalalalala. Okay, also weiter auf der Seite warten Viecher auf mich. Gut zu wissen. Ich möchte nochmal zum Speicherort. War der nicht hier irgendwo? Ich glaube hier, ne? Ja, hier müsste der gewesen sein. Im Speicher, ich nehme mich schnell nochmal. Geht das alles nochmal durch? Was stand da? Ach so. Ach so. Was hat das stehende Wasser an der Wand? So, hier bin ich ja sicher. Okay, die zwei Türen. Ach, ich war jetzt noch nicht in den Toiletten drin, ne? Okay. Ah, gut, Augen zu und durch, ne? Augen zu und durch. Da
Einfach wieder weg. Hier war jetzt auch nichts drin, wenn ich mich. Oder? Irgendwie in dem Müllbeutel irgendwas? Ja, doch. Maxwell Batterie. Max, ich sag mal Maxwell, das heißt Maxell. Also so eine Batterie halt. Nennt jetzt so eine Batterie. So, da unten haben wir. Okay. Ach, hier war doch ein Dings. Schmetterling. Da ging es, glaube ich, weiter. Und hier ja nirgendwo. Dann haben wir den Ort hier mit diesem bösen Raum. Das muss jetzt diesmal gut gehen, ne? Klar, ich könnte nochmal speichern, aber naja. Oder? War das hier? Ne, es war hier doch nicht. Es war irgendwo anders. Bin ich denn? Ach so. Ah, hier war das. Diesmal muss ich eher darauf achten, dass ich hier einfach wieder raus kann. Scheinbar. Aber irgendwas, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und jetzt ist die Tür weg. Aber dieser Schmetterling ist auch nicht mehr aufgetaucht. Ah, doof, doof, doof. Ja, die Tür ist jetzt wirklich weg. Okay. Dann habe ich hier alles. Und glaube nicht nochmal dort lang. Lalalala. Oh, verdammt, das sind ja die hier. Das ist fies, die können durch Dings durch. Ah, die folgen mir hierher nicht, ne? Nee. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Größeres Inventar wäre auch gut gewesen, eigentlich. Achso, upsa, verkehrte Taste. Sechs Schmetterlinge habe ich bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich weiß, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass bei diesen einem Schachdings auf jeden Fall, bei dem Schach, dass man da noch einen kriegen kann. Jetzt konnte man da in diesen creepy Raum noch auf jeden Fall einen kriegen. Okay. Hier kommt man auf jeden Fall weiter. Der Knopf ist geschmolzen. Kommt man auch weiter. Aber hier, glaube ich, dürfte es nicht allzu weit gehen, ne? Ist blockiert. Ah, wieder mit einem Lockpick. Okay. Ich bin angespannt. Ich bin wirklich angespannt. Ich habe immer Angst, weil hier so vieles an Monster irgendwie plötzlich auftauchen. So, dann ist der einzige Ort, wo ich lang gehen kann, der hier. Okay, das versperrt mit Ketten. Wie soll sie hier bloß rauskommen? Ich muss durch diese Tür. Und irgendein Bolzenschneider wird das wohl machen. Und sie weiß nicht, ob sie dorthin kommen wird, weil alles. Und die Dinge haben jetzt ein Loch in die Wand gemacht. Das ist nett. Oder es führt mich in eine Falle oder sowas. Was? Sieht
aus wie ein Dead End. Außer ich kann damit vielleicht was machen. Ist auch schön, wie panisch sie ist eigentlich. Nee, das ist anscheinend wirklich. Einfach mal hier gucken. Warum versuchen sie zu gehen? Ich glaube ja immer noch, dass das die Leute sind, die versucht haben zu fliehen. Nicht, da muss ein Weg nach draußen sein. Ich habe Angst. Ah, ich bin hier. Oh Gott. Okay, warte mal, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Okay, das sieht man jetzt sehr schlecht auf der Karte. Oh, ich hab Schiss. Ich hab wirklich Schiss. Ich möchte gern speichern. Okay, da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Scheiße, wir müssen durch diesen Raum. Hey, die Gummy Bears. Hier sollte es einen Boltcutter geben. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwas bezweckt. Hier gibt's keinen Boltcutter. Ich habe keinen Boltcutter. So gemacht. Hier gibt es keine Karte, was? Wenn ich hier drauf gehe. Achso, jetzt auf einmal schon. Lol. Ich bin so überhaupt nicht verwirrt. Überhaupt nicht verwirrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Hier ist kein Boltcutter. Tut mir leid, aber hier ist nichts. Das ist der einzige Weg. Hier geht's ja auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich hänge fest. Toll. Auch lustig, wenn ich den mache und dann den, dann kommt dieser höhere Ton, aber wenn ich da die ganze Zeit drauf drücke, kommt quasi dasselbe wie dort. Ah. Okay, das. Ich hab den. Ah, weg hier. Weg. Einfach nur weg. Und ich kann nicht rennen. Jetzt wieder, Gott sei Dank. Einfach nur weg. Ich habe Angst, dass hier irgendwas passiert.
Ach, bin ich denn bald da? Oh nein, Musik wird komisch. Musik wird komisch, Musik wird arg komisch. Kein Ausgang hier. Niemand würde hierher kommen, was? Ich habe mich nicht mehr dran erinnert, dass die Akustik hier so komisch ist. Ich kann meinen Herzschlag hören. Ich habe das niemandem erzählt, aber der Grund, warum ich out was because... Warum ich das ausversucht habe? Ausprobiert habe? Was? Ah, der School Concealer made me. Hat dich erschaffen, was? Ach so, sie sagte, ich muss mehr sozialer werden und in der Schule zu spielen war ein guter Weg, Freunde zu finden. Bla bla bla. Irgendwas. Irgendwas wollte sie ihr geben? Keine Ahnung. Ich kann das nicht. Ich weiß es nicht, meine ich. Ich muss wirklich schlimm gewesen sein. Oh, guck mal, das Poster. Senior Prom. Ja, am Ball. In der Sporthalle. Wenn du etwas tun willst, musst du vielleicht alles versuchen. Hm, wie auch immer. Ich konnte niemals zum Tanzen gehen. Waren vielleicht deswegen die Tanzschuhe? Ew. Was seid ihr denn? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt im Theater, oder? Okay, ich werde aber jetzt mal einen Schnitt setzen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich fühle mich nicht wohl, dass ich hier nicht speichern kann. Bis jetzt zumindest. Und ich hoffe, ich finde bald einen Speicherpunkt. Naja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, eure Time.